Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer und liebe Zuhörer. Ihr habt eingeschaltet zu Nachrichten mit Hintergrundinformationen aus Thailand. Heute vom Donnerstag, dem 18. Juli 2024. Die Themen der heutigen Sendung werden sein: 6 Ausländer tot im Bangkoker Luxushotel. Strompreise, Angst vor Unruhen. Wartezeit am Flughafen soll verkürzt werden. Krieg gegen invasive Fische. Pattaya, Iraner und dessen Frau getötet. Verkehrspolizei auf der Jomtien Beach Road. Sechs Ausländer tot im Bangkoker Luxushotel. 4 vietnamesische Staatsangehörige und 2 Amerikaner vietnamesischer Abstammung wurden am Dienstagnachmittag tot im Grand Hyatt Erevan in der Bangkoker Innenstadt aufgefunden. Ein Zimmermädchen fand die Leiche von 3 Männern und 3 Frauen und informierte sofort die Polizei. Es gab keine Anzeichen für einen Kampf am Tatort. Im Zimmer wurden Tassen mit Tee und Kaffee gefunden, aber keine Anzeichen von Alkohol oder Drogen. Die Ermittler vermuteten sofort, dass die 6 Menschen vergiftet wurden. Premierminister Schröter eilte gegen 21 Uhr zum Tatort und erklärte, der Vorfall sei äußerst schädlich für den Tourismus und er wolle umfassend über den Fall informiert werden. Zu seiner Beruhigung schloss die Polizei sowohl einen Terroranschlag als auch einen Raubüberfall aus. Vielmehr habe das Mordmotiv einen privaten Hintergrund gehabt, so die Polizei. Demnach habe einer der Gäste die anderen 5 Personen vergiftet, wobei das Motiv mit Schulden zusammenhänge, sagte der Polizeisprecher. Als Giftmischerin wurde die US-Vietnamesin Shirin identifiziert, die in die Getränke Cyanid gemischt hatte. Sie brachte 5 Menschen um und nahm sich dann selbst das Leben, indem sie ebenfalls ein cyanidhaltiges Getränk zu sich nahm. Nach Angaben von Verwandten erhielt Shirin von Investoren umgerechnet etwa 10 Millionen Baht, um diese in den Bau eines Krankenhauses in Japan zu investieren. Als die Investition nicht zustande kam, baten die Investoren Shirin um Rückzahlung des Geldes. Weil sie dies nicht konnte oder wollte, vergiftete sie die Investoren und anschließend sich selbst. Strompreise. Angst vor Unruhen. Premierminister Schröter hat das Energieministerium angewiesen, Möglichkeiten zur Beibehaltung oder Senkung der Strompreise zu prüfen. Schröter erklärte, dass diese Maßnahmen auf der Kabinettssitzung nächste Woche vorgestellt werden sollen. Diese Anweisung erfolgte, nachdem, wie von uns berichtet, die Energieregulierungskommission 3 mögliche Preissteigerungen für Strom im Abrechnungszeitraum September bis Dezember vorgelegt hatte. Demnach sollen die Preise um zwischen 11% und 44% steigen. Die Schwankungen hängen von der Rückzahlungsrate der Schulden ab, die durch die Subventionierung zur Senkung der Strompreise ab September 2021 entstanden sind. Da erste Gruppen bereits zu Protesten aufgerufen haben und die Preissteigerung weder von Haushalten noch von Unternehmen zu stemmen sein wird, will der Premierminister Strom weiterhin subventionieren. Wartezeit am Flughafen soll verkürzt werden. Die Immigration wird Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass die Kontrolle bei der Einreise an Flughäfen nicht länger als 45 Sekunden pro Person dauert. Dieser Schritt ist Teil der Bemühungen, die erweiterte Visumfreiheit für ausländische Besucher zu unterstützen, die am Montag in Kraft trat. Die Zahl der Immigration-Beamten wird ebenfalls erhöht, um die langen Warteschlangen an den Flughäfen während der Hauptreisezeit zu verringern. Man werde versuchen, dafür zu sorgen, dass jeder ankommende Passagier nicht länger als 45 Sekunden brauche, um die Einreisekontrolle zu passieren, sagte ein Polizeisprecher und fügte hinzu, dass die Flughäfen auch biometrische Technologien zum Schutz vor Kriminellen einsetze.
Krieg gegen invasive Fische. Die Regierung führt nicht nur einen Krieg gegen Drogen, sondern auch gegen Fische. Sie will den Schwarzkiemer-Buntbarsch ausrotten. Das Landwirtschaftsministerium hat versprochen, die Ausrottung dieser Fischart zu einer nationalen Priorität zu machen und erklärt, dass Methoden zur Verhinderung der Vermehrung dieser invasiven Art untersucht werden. Landwirtschaftsminister Tamanat sagte am Dienstag, sein Ministerium arbeite daran, die in Westafrika beheimatete Spezies loszuwerden, da die Raubfische eine große Gefahr für die Artenvielfalt darstellten. Er fügte hinzu, dass unklar sei, wann und wie der Fisch nach Thailand gekommen sei. Ein Sprecher von CP Food, unter anderem größter thailändischer Lebensmittelhersteller und Betreiber der Supermarktkette 7-Eleven, sagte, das Unternehmen habe 2010 rechtmäßig 2000 dieser Fische zu Forschungszwecken eingeführt. Allerdings hätten zunächst nur 600 überlebt. Als die Zahl aufgrund ihres schlechten Gesundheitszustandes auf 50 sank, wurden die Fische im Januar 2011 mit Chlorwasser getötet. Das Unternehmen habe nichts mit den sich in Thailand ausbreitenden Schwarzkiemer-Buntbarschen zu tun. Pattaya, Iraner und dessen Frau getötet. Ein 64 Jahre alter iranischer Restaurantbesitzer und seine thailändische Frau wurden am Dienstagnachmittag in ihrem Restaurant in Pattaya ermordet aufgefunden. Bei dem Tatort handelte es sich um ein dreistöckiges Geschäftsgebäude mit einem iranischen Restaurant im Erdgeschoss. In einem Schlafzimmer im zweiten Stock fanden die Behörden die Leichen der Opfer. Anfangs war über die genaue Todesursache noch nichts bekannt. Auch war unklar, welche Waffe verwendet wurde. Die Polizei schätzt, dass die beiden seit mindestens 3 Tagen tot waren. Die Beamten fanden in der Nähe einen Hammer und stellten ihn als Beweismittel sicher. Die Ehefrau war gefesselt worden und es herrschte Unordnung. Daher ging die Polizei von einem Raubmord aus. Vor der Tat soll es einen lauten Streit zwischen den Opfern und einem Burmesen gegeben haben, der in dem Restaurant angestellt war. Der 21-Jährige ist der Hauptverdächtige. Er soll zusammen mit seiner gleichaltrigen Freundin mit dem Motorrad des Iraners davongefahren sein. Nach den beiden wird gefahndet. Verkehrspolizei auf der Jomtien Beach Road. Die Verkehrspolizei begann am Sonntag eine Aktion zur Bekämpfung von Verkehrsverstößen entlang der Jomtien Beach Road. Anlass für die Aktion ist das laufende Projekt zur Verschönerung der Beach Road, bei dem die Straße wegen der Bauarbeiten zu einer Einbahnstraße wurde. Die Behörden stellten jedoch fest, dass viele Fahrer diese Neuregelung missachten, was ein erhebliches Unfallrisiko mit sich bringt. Bislang wurden 8 Autofahrer belangt, weil sie entgegen der vorgeschriebenen Einbahnrichtung gefahren waren. Neben der Durchsetzung der Verkehrsvorschriften beschlossen die Beamten auch, mehr Schilder aufzustellen, um die Öffentlichkeit davon abzuhalten, entgegen der Einbahnstraße auf der Jomtien Beach Road zu fahren. Soweit die Nachrichten mit Hintergrundinformationen aus Thailand, heute vom Donnerstag, den 18. Juli 2024. Wir hoffen, ihr hattet eine informative und interessante Sendung. Wenn euch solche und ähnliche Inhalte aus Thailand interessieren, abonniert gerne den Kanal. Unterhalb dieses Videos schauen wir gerne in eure Kommentare. Damit bedanken wir uns für eure Zeit. Danke für eure Aufmerksamkeit und tschüss, bis zum nächsten Video hier auf diesem Kanal.